Namaste, meine lieben Fischekinder, Janine hier. Fischlis, ihr wisst Bescheid, solltet ihr euch hier nicht so wiederfinden, Aszendenten und Mond gerne checken, okay? Was hattet ihr in den letzten 2 Monaten, 3 Monaten an Energien? Bei euch war es rein in die Freiheit, du bist nicht gefangen, also mental irgendwie sich selber ein kleines Gefängnis bauen, ne? Das machen wir Menschen ganz, ganz gut. Das waren die Energien und göttliches Timing kam im Januar. Schauen wir, ob diese Energien für euch hier weiterlaufen oder ob das eine andere Gruppe ist. Ihr wollt reden und ich glaube, dieses Reading ist mega, mega speziell. Echt, so viele Karten hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Also, als erstes bitte auch an euch, Februar, März, die Energien, große Arkana-Karten, Offenbarung und Frieden. Das ist das, was uns alle, ja, das ist jetzt nicht Sternzeichen abhängig, sondern wo wir alle gerade in diesem Geburtskanal sind und was, wo Spirit dahinter ist. Die Offenbarungen, das ist ja nichts anderes, das ist nämlich mega spannend, weil ihr habt den Eremiten nämlich auch hier, ja, komme ich dazu dann. Hier geht es darum, Freude durch spirituelles Wachstum, also Sachen einfach besser verstehen. Er ist im Wald und er hält nur ein kleines Licht und geht in die Tiefe einfach, okay? Und versucht zu verstehen, warum bestimmte Geschehnisse gewesen sind in seinem Leben, damit er das dann loslassen kann und daraus wachsen kann und natürlich mit neuer, frischer Energie reingehen kann. Nichts anderes ist das, was in diesem Jahr an sich in den nächsten Monaten definitiv ganz stark bei uns allen zutreffen wird. Okay, Antworten kommen durch Meditation und die andere Karte war die Friedenskarte. Lass die Vergangenheit los, dir steht eine glücklichere Zukunft bevor. Genau darum geht es. Okay, also, dann lass uns loslegen. Mega spannend. Ich sehe hier Konflikte daheim, bedingt durch Mangel an Mitarbeit von irgendjemandem. Bleiben wir einfach bei Energien, ja? Das ist eine Begegnung, die nicht mehr harmonisch ist oder war. Keine Stabilität mehr. Dann sehen wir hier, ich zeige euch gleich die Karten, das karmische Rad. Ja? Glück, Neubeginn, bevorstehende Veränderungen. Was mega schön wäre, wenn ich nicht diese Karte hier hätte, den Turm, der nichts anderes besagt als die Wandlung. Und diese Karte ist aber umgekehrt. Das heißt, hier meidet jemand das, was gerade, und das ist kein Vorwurf, das braucht vielleicht ein paar Monate länger jetzt oder ein paar Wochen, das ein bisschen besser zu verstehen noch, lass die Vergangenheit los, ja. Und hier meidet jemand, stellt sich gegen das göttliche Prinzip, das Rad des Schicksals ein bisschen, okay. Dementsprechend bist du ausgelaugt, du brauchst auch Ruhe. Ruhe wird dich auch wieder in deine Kraft bringen. Ja? Pause. Kraft durch Ruhe tanken. Um wieder in seine Souveränität zu kommen. Oder weil eine Person konfus ist und weil sie sich nicht entscheiden kann und ein bisschen konfus agiert. Kann auch gut möglich sein. Das sind 2 Reisegruppen, aber es ist egal. Energetisch meidest du gerade, dass du vorwärts gehst, aufgrund von einer Person, die sich nicht entscheiden kann und dementsprechend gibt es eben diese Konflikte gerade. Okay, das ist die Energie, für die ich heute lesen darf. Oder du, kann auch sein, du kannst dich nicht entscheiden. Ruhe, bitte Ruhe. Ich zeige euch das mal hier. Fangen wir mal mit diesen 3 Hauptkarten an, weil die sind eigentlich die wichtigsten. Also, hier haben wir etwas Stabiles, hier haben wir Freude, hier haben wir ein Miteinander. Ja, alles ist gut. Hier haben wir eine Begegnung, die nicht harmonisch ist oder war, oder Konflikte daheim. Rad des Schicksals will sich drehen in Bezug auf diese Geschichte. Zu deinem Besseren, ob du es glaubst oder nicht, immer. Verstehen wir meistens im Nachhinein. Aber hier ist jemand gerade da, der das Ganze, diesen Turm, diesen Wandel, ja, in den Schmetterling zu gehen, noch meidet. Also wirklich Angst hat vor dem Neustart. Okay? Spirit ist aber hier für dich da und sagt dir, sei so gut,
Hier haben wir schon wieder die 4. Die 4 bringt dir die Stabilität. Ja? Hier haben wir auch die 4. Die Stabilität. Es kann auch Job sein. Ja? Das sind Energien. Geh bitte wieder in die Ruhe. Geh in die Kontemplation ein bisschen, um wieder Kraft zu tanken. Um wieder so, wir reden über Energien, wirklich wieder dein Licht zu halten, um wieder souverän zu werden, damit du dich entscheiden kannst, was du in Bezug auf diese Geschichte machst. Oder ruh dich aus in Bezug auf diese Situation, vielleicht mit einem Löwen oder mit einem Feuerzeichen, weil diese Person sich jetzt Februar, März auf jeden Fall noch nicht entscheiden kann. Ja? Und Spirit sagt zumindest zu dieser Gruppe, und ich denke, die ist wirklich, wirklich klein, weil das ist super speziell. Ich habe hier 7 Karten. Geh bitte zu dem, ne, die 9, zum Eremiten. Kontemplation, Innenkehr, um das Ganze mal wirklich zu verdauen und zu verstehen. Weswegen ist ein Job oder eine Beziehung unstabil gewesen und warum meide ich diesen Wechsel? Also gerne ein bisschen jetzt im Februar. Das wird dich in die 4 bringen. Also es wird dich wirklich in die Stabilität bringen, damit du wieder rauskommst aus dieser Geschichte. Ja? Mega spannend. Ja, und dann kannst du nämlich wieder neu planen. Aber hier will jemand einen Zyklus noch nicht beenden und das ist nicht sehr gesund. Und das wisst ihr auch, ne? Ganz klar. Ich meine, ihr wisst es. Es ist so, auf jeden Fall nichts Gesundes werden kann. Ja, jeder von uns hat gerade bestimmte Themen und da dürfen wir ein bisschen genauer uns das anschauen. Also, lass uns schauen. Wir wollen jetzt hier Lösungen. Ne? Wir wollen Lösungen, dass das Beste jetzt einfach für jeden hier kommt. Vor allem, dass du in deine Stabilität wieder kommst, in die 4. Unabhängig davon, ob das was mit einem Gegenüber zu tun hat oder mit einer Person an sich, in der Arbeit, wo auch immer. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei den meisten wird das Familie sein, Familie oder Partnerschaft, ja. Aber muss nicht. Spirit, für diese Fischgruppe bitte, für diese ganz spezielle. Aktiv werden, ja, legt sich schon dahin. Da bin ich jetzt echt neugierig in naher Zukunft. Ich glaube, du kommst nicht drum rum. Ich meine, immer wenn wir diesen Wandel, wo Spirit sagt, ey, das muss passieren, damit das Ganze wirklich besser wird, ja, damit es dir wieder besser geht, einfach, damit du wieder Lust hast am Leben und an Liebe an sich. In naher Zukunft. Ich denke, du wirst dich dann entscheiden, auch in diesen Wandel zu gehen. Weil Spirit hat diese Karte genau dahin gelegt. Lass uns weiterschauen. Aktiv werden in naher Zukunft. Was ist da bitte noch? Irgendein Tipp noch? Irgendwas? Meditation, ja, das schadet nicht, weil das ist im Grunde genommen ein bisschen ausruhen. Kriegt ihr hier gerade ganz, ganz, ganz arg. Dreimal. Eigentlich viermal. Okay. Lass mich das mal hier. Schließ bitte noch irgendetwas. Danke. Danke. Suche nach einem Zeichen, informier dich neu. Ich glaube, es werden auch neue Informationen kommen und Offenbarungen, ja, auch für euch. Und dann kannst du auch aktiv werden. Lass uns weiter schauen, was hier noch kommt.
Dieses Aktivwerden informiert dich neu, suche nach einem Zeichen, da wird einiges kommen, auf jeden Fall für euch. Deswegen sollt ihr auch in die Kontemplation gehen, damit ihr das bestmögliche Ergebnis daraus holen könnt, okay? Lass deine Träume wahr werden und bleibe dir selber treu. Wichtig. Was sind deine Träume? Und manchmal, wenn es um Beziehung geht, ne, da ist unser Ego ganz stark und wir sagen, wir wollen diese Person haben, ne, oder wir wollen diesen Job haben. Und obwohl diese Situation einfach gerade so gar nicht gesund ist und toxisch ist, ja, und dann dürfen wir wirklich da reingehen und fragen, warum? Warum kann ich jetzt nicht alleine sein? Warum gebe ich mir etwas Toxisches, was mir keinen Spaß macht, wo ich keine Befriedigung habe, wo ich einfach kein Glücksgefühl habe? Warum will ich das lieber, als mich dagegen zu entscheiden, um gesund und glücklich zu werden einfach? Ne? Könnte für einige von euch sein. Deswegen sagt auch Spirit hier, lass deine Träume wahr werden. Das ist die 7 und dann kommt die 8. Bleib dir selbst treu. Ne? Also hier hat es schon auch ein bisschen was mit Selbstwert zu tun. Und das hattet ihr im November. Diese Stagnation, der Schwingungswandel, der passieren will. Das ist eine ganze, das ist wirklich immer noch die gleiche Geschichte. Und Selbstwert und wieder ein bisschen die Kontrolle über sein Leben zu haben. Ja, und hier vermeidet man das noch ein bisschen. Und ihr wisst es, ich tue hier nicht, wer bin ich denn? Ich bin hier nicht am Werturteilen, ja, aber das sind einfach die Energien, die ich gerade hier sehe und wo Spirit sagt, bitte vermeide jetzt nicht, dass definitiv in naher Zukunft das einbrechen wird. Vielleicht wird es dir auch gar nicht gut gehen, weil du meidest, du resistierst ja gegen etwas, was wirklich gewandelt werden möchte. Und zwar zu deinem Gunsten. Das sagt ja Spirit von Anfang an hier. Hier geht es darum, dass du eine glücklichere Zukunft, das dir bevorsteht. Mich würde es nicht wundern, wenn jetzt das Krafttier kommt mit Wundern, ja, die Kuh oder ja, diese Kontrolle, diese eine bestimmte Geschichte noch, die nicht stabil ist, zu behalten. Also, bleib dir selbst treu. Ja? Das hat was mit Authentizität zu tun. Bleib du dir selbst treu. Und es ist egal, dass es eine männliche Präsenz jetzt hier ist. Bleib dir selbst treu. Halte du deine Flamme. Steh für dich ein. Spirit, für diese Fischgruppe haben wir natürlich 2 Karten. Wow, die 10 und die 10. Also, meine Lieben, ihr habt 3 Zehner. Hat mir bis jetzt noch keiner gezeigt. Ja? Und hier spreche ich mit einer Gruppe, deswegen verstehe ich, dass ich für euch lesen darf, weil hier ruckelt es ganz doll oder wird ruckeln, wie auch immer. Das Pferd, die Freiheit ist dein. Und der Fuchs, sei geistesgegenwärtig, sei im Hier und Jetzt. Bleib im Hier und Jetzt, bleib nicht in der Vergangenheit, bitte, sondern werde dir ganz, ganz klar, was du wirklich willst. Bleib dir bitte treu. Wow, krass, schreibt ihr mir unten, was gerade bei euch los ist, für diejenigen, bei denen ich, das ist eine ganz kleine Gruppe hier und die Freiheit ist dein. Wir haben das mit Freiheit auch gehabt bei euch, ne? Rein in die Freiheit. Gerne Dezember-Reading anschauen. Also wenn du bis jetzt dich hier wiederfindest, ich bin echt neugierig, wie viele das sind, dann darf ich dich dazu einladen, Dezember-Reading anzuschauen, weil ich glaube, dass du ganz viele Impulse haben kannst dort, die dir weiterhelfen. Ja? Wow, die Freiheit ist dein und du magst aber dann nicht noch. Ganz liebevolle Einladung von Spirit gerade. Du beendest jetzt einen karmischen Zyklus und das soll auch passieren. Und je mehr man resistiert, desto schlechter geht es einem.
Okis, liebes Engel, lass uns gucken. Was ich aber gerne noch machen möchte, ist die Seelenbotschaft. Lass uns schauen, welche Lernlektion du jetzt gerade hast, wobei das eigentlich ganz klar ist. Selber zu sich loyal sein, authentisch sein, sich gegenüber, ja, sich ein paar Sachen hinterfragen. Warum vermeide ich den Wandel? Wovor habe ich wirklich Angst? Ich meine wirklich, wirklich Angst. Gerne im Hier und Jetzt bleiben. Die Freiheit ist dein. Das ist die Aufgabe, die du, glaube ich, oder die Lektion, die du auch gerade jetzt am Lernen bist. Ja? Werd aktiv, informier dich einfach neu. Fisch das bitte. Februar, März. Merci. Scheitern. Ich verstehe, dass Fehler Chancen sind, etwas zu lernen. Ich glaube, dass das bewusst oder unbewusst jetzt für dich ein bisschen das Thema sein wird. Wir sind alle gerade wirklich am Wachsen. Ohne dass wir unsere Energie nicht ändern, werden wir auch keine neuen Chancen und Erlebnisse kriegen, weil wir mit der alten Energie natürlich auch nur das Alte kriegen. Na? Wisst ihr ja, zumindest diejenigen, die mich schon länger verfolgen oder schon länger auf dieser Reise sind. Erkläre es aber immer gerne wieder, weil manche ganz, ganz neu da sind und diese ganz, ganz wichtige Gesetz der Anziehung und Frequenzänderung noch nicht so kennen. Ja, und ich glaube hier, dass einige Fischlis da sind, die immer besser verstehen dürfen oder tun sogar jetzt schon, dass man bestimmte Fehler gemacht hat, in einer bestimmten Beziehung vielleicht oder im Job, bestimmte Entscheidungen nicht getroffen hat oder falsche, es gibt keine falschen Entscheidungen, um etwas zu lernen. Und dann kann man mit diesem Wissen bei der nächsten Gelegenheit, bei der nächsten Beziehung oder sogar bei der Beziehung, je nachdem, ist alles ein bisschen besser machen. Und das ist das, was gerade reflektiert werden will. Sehr, ja, es ist sehr tief. Alle Readings jetzt im Februar sind wahnsinnig tief und ich denke, das wird dieses Jahr auch so gehen. Durchgehend, ja. Lass uns schauen hier. Liebesengel, letzte Geschichte noch. Also. Und ich denke, dass es darum geht, Stabilität, Beruf, was auch immer es eben für dich ist, ja. Das ist ja gescheitert, ne? Das war eigentlich unser erster Satz. Konflikte, ne? Irgendetwas ist da nicht stabil. Und das ist aber okay, um über sich selbst zu lernen. Eins der Geschichten könnte natürlich sein, sich selber treu zu bleiben, ne? Das gerne reflektieren. Und es geht um deine Träume, nicht die Träume anderer. Was ist dein Traum? Das ist tief. Ich bin gespannt, ob irgendjemand noch hier zuhört. Weil das ist wirklich für diejenigen, die wirklich ein Mind-Change machen wollen hier, ja? Die wirklich ja, Großes bewirken wollen bei sich. Schön. Co-Abhängigkeit. Dein Liebesleben wird von Suchtverhalten negativ beeinflusst. Abhängig sein von jemandem, abhängig sein von Liebe anderer, abhängig sein von, dass jemand überhaupt da in der Nähe ist, vielleicht Angst vor dem Alleinsein, muss nicht du sein, es kann dein Gegenüber sein, ja, das weißt du am besten. Aber hier ist irgendeine Abhängigkeit von finanziellen, was auch immer es ist, du weißt das ganz genau, deine Intuition redet jetzt mit dir. Und das ist natürlich etwas, worüber wo Spirit auch sagt, ey, bitte mach dir mal darüber Gedanken, dann kannst du das ein bisschen ändern. Das ist deine Lektion dann, ja. Ich habe da wirklich einige Fehler gemacht. Aber jetzt kann ich es lernen und kann meine Energie ändern. Okay? Letzte Geschichte noch bitte für meine Fischis. Also, Suchtverhalten wird von, Liebesleben wird von Suchtverhalten negativ beeinflusst. Lass dir von Freunden helfen und für eine kleine Gruppe, das ist selbstverständlich nicht für alle, das ist die Liebe deines Lebens. Kann aber gut möglich sein, ja?
Aber hier ist irgendetwas schiefgelaufen und ihr dürft beide energetisch jetzt an euch arbeiten. Das ist ja diese vier, diese Stabilität, Familie, wie auch immer. Aber du meidest das, vielleicht eine Trennung oder wie auch immer. Und eigentlich solltest du, um dich selber wieder wirklich stabil zu haben, das Ganze lassen, weil es vielleicht toxisch war. Das weißt du am besten, okay? Und ich glaube auch, dass du jetzt eher gerne mit Freunden dich ein bisschen mehr supporten lassen solltest und mehr mit ihnen zusammen sein solltest, ja? Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Also gerne auch darüber reden. Falls ich helfen darf, gerne unten in der Infobox alles Nötige, ja, dass wir das genauer anschauen, was genau die Lernthemen sind, ja, wo die Blockaden sind und was man dann noch mehr machen kann. Also suche nach einem Zeichen, informiere nicht neu. Vielleicht hast du auch irgendwas in den falschen Hals gekriegt, okay? Und es wäre besser, darüber mal zu reden, vielleicht mit Freunden darüber und werde da aber aktiv. Das ist so ein bisschen deine Geschichte. Ja? Alles klar. Ich bin sehr neugierig. Ich freue mich auf jede Art von Support. Merci. Vielen Dank an jeden Einzelnen, egal in welcher Richtung. Durch Like, durch Abonnieren, was auch immer. Dankeschön. Ciao. Bis bald.